Der Just ETF Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge geht es mal wieder um das Weltportfolio. Diesmal sprechen wir darüber, ob das Weltportfolio ein Update benötigt. Die Märkte sind aus dem ewigen Wachstum raus. Es steht wohl endlich eine Zinswende an nach der jahrelangen Geldflut der Zentralbanken und Rohstoffe sorgen nach jahrelangem Siechtum auf einmal für Rekordrenditen. Muss ich das berücksichtigen bei meiner Anlagestrategie und wenn ja, in welcher Form? Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei. Das ist in dieser Folge Dr. Gerd Kommer. Er ist Investmentexperte und hat den Terminus des Weltportfolios geprägt. Er ist aber auch Vermögensverwalter, sogar digital, und erfolgreicher Fachbuchautor. Und Gerd hatte auch viele Antworten parat. Große Änderungen am Weltportfolio seien aktuell nicht erforderlich. Er empfiehlt ohnehin, Aktien sehr breit zu diversifizieren und Regionen eher nach volkswirtschaftlicher Leistungsstärke zu gewichten. Dann haben die USA kein störendes Übergewicht im Portfolio. Ein breit gestreutes Aktienportfolio kommt auch langfristig mit Inflation zurecht. Außerdem sollten die Anleihen-ETFs im Portfolio Anleihen in Euro mit kurzen Restlaufzeiten abbilden. Das kommt der Gefahr einer Zinserhöhung entgegen. Und die vielen Fragen nach den empfehlenswertesten Themen-ETFs wurden ganz eindeutig von ihm beantwortet, aber das hört er ja gleich selbst. Am Anfang sind Gerd und ich auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmenden des Just ETF Talk schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Achso, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Gerd, in unserer Runde. Du bist ja nun schon zum dritten Mal dabei und viele Nutzerinnen und Nutzer schätzen das sehr. Gerd, stell dich doch trotzdem kurz mal vor. Vielen Dank, Jan. Also erstmal freut es mich, heute Abend mit dabei zu sein. Ja, mein Name ist Gerd Kommer. Ich bin 59. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der beiden Vermögensverwaltungsunternehmen Gerd Kommer Invest und Gerd Kommer Capital. Gerd Kommer Invest ist ein bisschen traditioneller. Da betreuen wir Menschen sozusagen mit Face-to-Face-Interaktion, vermögende Privathaushalte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und bei Gerd Kommer Capital, GKC, geht das Ganze digital. Das ist ein Robo-Advisor. In beiden Fällen sind unsere Anlageprodukte, die wir nutzen, um dieses Weltportfolio, von dem du gerade gesprochen hast, umzusetzen, in einer jeweils natürlich spezifischen Form für den entsprechenden Mandanten, sind ETFs. Also wir arbeiten ausschließlich mit Indexfonds, die meisten Indexfonds in ETF-Form, aber auch in Einzelfällen mit sogenannten klassischen Indexfonds, die jetzt im Retailmarkt nicht verfügbar sind. Das zu meiner Person. Ja, und du bist genau richtig hier, denn unser Thema heute dreht sich ja um das Weltportfolio aus ETFs. Und diesmal sprechen wir darüber, ob das Weltportfolio vielleicht ein Update benötigt. Die Märkte sind ja aus dem ewigen Wachstum raus und es steht wohl endlich eine Zinswende an nach der jahrelangen Geldflut der Zentralbanken. Rohstoffe sorgen nach jahrelangem Siechtum auf einmal für Rekordrenditen. Muss ich das alles berücksichtigen bei meiner Anlagestrategie und wenn ja, in welcher Form? Und noch eine Anmerkung, was wir hier in der nächsten Stunde sagen, das ist keine Anlageberatung. Die Entscheidung müsst ihr nämlich selber fällen und damit spart ihr ja auch bares Geld. Also Produkte werden wir nicht empfehlen. So, jetzt legen wir mal los. Was hat denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am meisten interessiert? Also viele sind offensichtlich von der aktuellen Marktentwicklung verunsichert. Wir sehen so Effekte wie die Diskussion einer Zinswende als Folge von gewissen Preissteigerungen an den Märkten, die also deutlich zu spüren ist in Europa wie auch den USA. Und mit einer Zinswende einher ändern sich auch die Erwartungen vieler Investorinnen und Investoren. Also haben wir gesehen, die Aktienmärkte haben deutliche Einbußen erlitten. Besonders hat es wohl die Tech-Aktien getroffen. Da kann man sich fragen, ist der Tech-Aktien-Hype zu Ende, Gerd? Was tut sich da auf dem Aktienmarkt nach deiner Wahrnehmung?
Ja, also zunächst mal ist der Aktienmarkt halt immer ein volatiler Markt. Ich sage das, obwohl ich da mit Gefahr laufe, so trivial zu klingen und irgendwo Selbstverständliches runterzubeten, aber das ist im Aktienmarkt seit 200 Jahren. So lange gehen die Daten zurück, nicht die Tagesdaten, aber auf alle Fälle seit vielen, vielen Jahrzehnten rauf und runter geht, das ist völlig normal. Also wer das als bedrohlich empfindet oder als neu empfindet, der muss irgendwo seinen Kompass neu kalibrieren, in dem Sinne, dass Bedrohung ist es keine, weil es schon immer so war. Und die Bedrohung kann man managen, indem man halt nur so viele Aktien im Portfolio hat, nur so viel Aktien-Exposure, die Asset-Klasse-Aktien nur so stark im Portfolio hat, dass diese Volatilität, dieses Rauf und Runter, bezogen auf die Gesamtvermögenssituation des Haushaltes irgendwo ein akzeptables Ausmaß hat. Und die andere Geschichte, also ich muss einfach als Anleger auch irgendwo ein bisschen Finanzgeschichte kennen. Ich behaupte sogar, man kann da nie genug Geschichte kennen. Ein amerikanisch-spanischer Philosoph, George Santayana, hat mal gesagt, diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, sind verurteilt dazu, sie zu wiederholen. Und aus der Geschichte kann man enorm viel lernen, aber dazu muss man sie halt kennen. Und im Bereich des Kapitalmarktes sagt uns halt die Geschichte, dass es starke Korrekturen im Aktienbereich, das gilt für alle anderen Assetklassen, ob Rohstoffe, ob Gold, ob Anleihen, Kurzfristanleihen, Langfristanleihen, High-Quality-Anleihen, also mit hoher Bonität und ja, Junk-Bonds im Börsenslang, Anleihen mit niedriger Qualität. Das gilt für alle Assetklassen und natürlich auch für Immobilien geht's in bestimmten Phasen stark runter. Und wer die Geschichte, die Kapitalmarktgeschichte kennt, der weiß, dass das normal ist. Und dieses Wissen, das beruhigt dann auch, mich beruhigt es auf jeden Fall, zu sehen, dass es eben Dutzende von 20% Korrekturen in den letzten 100 Jahren gegeben hat. Dutzende ist wahrscheinlich noch weit übertrieben. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Und infolgedessen ist erstmal das, was wir in den letzten 2 Monaten gesehen haben, für sich genommen noch nicht sehr ungewöhnlich. Dass es Tech-Aktien besonders erwischt hat, das ist auch im Grunde genommen gar nicht so überraschend. Fußnote, ich will damit nicht sagen, dass ich es hätte vorhersagen können oder prognostizieren können. Also wann sowas geschieht, das ist völlig unmöglich zu prognostizieren. Und wer das behauptet, ist ein Scharlatan aus meiner Sicht. Aber dass es Tech-Aktien jetzt erwischt hat, ist insofern nicht ungewöhnlich, als Tech-Aktien halt das Subsegment des globalen Aktienmarktes gewesen ist oder noch ist, das am höchsten bewertet ist. Also Bewertungen im Sinne von Kurs-Gewinn-Verhältnis oder anderen Bewertungskennzahlen haben eine große Relevanz für die Rendite in der Zukunft. Und sehr hoch bewertete Assetklassen werden in die Zukunft gerichtet niedrigere Renditen haben. Das ist klar wie Kloßbrühe. Wie kommen niedrige Renditen zustande? Sie können zustande kommen, dass über 10 Jahre lang einfach leicht unterdurchschnittliche Renditen entstehen oder sie können zustande kommen, dass schlagartig jetzt mal so ein Rums nach unten, also ein starker Verlust entsteht und dann wieder normale oder sogar überdurchschnittliche Renditen. Also die Wege zu den langfristig niedrigeren Renditen aufgrund hoher Bewertungen, die sind unterschiedlich. Da gibt es 1000 Einzelausprägungen in der Geschichte, aber die Grundstruktur, das hohe Bewertung niedrige Renditen in der Zukunft bedeutet, die ist im Grunde genommen ein festes Muster und das ist sehr gut beobachtbar in der langfristigen Historie. Also offensichtlich sind nicht alle Marktteilnehmer mit deiner Weisheit geschlagen, da ja eben die Aktienmärkte recht heftig reagiert haben und gerade der Tech-Aktien-Hype, da scheint ja wohl die Luft rausgelassen worden zu sein. Trotzdem sehen wir ja ganz klare Tendenzen in den Herstellerpreisen. Wir sehen Tendenzen in den Güterpreisen, eine Steigerung. Das heißt, wir sehen eindeutig Inflationstendenzen, die sicherlich auch zu einer Reaktion der Zentralbanken führen. Und das hat natürlich, und da kamen ganz, ganz viele Fragen, das hat natürlich auch dazu geführt, dass Anleihen neu bewertet werden. Also im Weltportfolio, nur um das kurz zu erklären, da habe ich natürlich ein weltweit gestreutes Aktienportfolio. Da bin ich schon mal geschützt vor entsprechenden Einzelaktienrisiken. Allerdings, natürlich sind auch viele Tech-Aktien gerade drin. Das ist durch die Marktkapitalisierung einfach verursacht. Daher gibt es da eine Reaktion. Aber ich sichere mein Weltportfolio ab, zum Beispiel mit Anleihen. Was habe ich denn da zu erwarten, Gerd, für eine entsprechende Entwicklung? Muss ich mir da Sorgen machen um die Anleihenkomponente, die bei mir mein Portfolio eigentlich sichern soll? Sehr guter Punkt. Also
Bei Anleihen muss man zwei Dimensionen unterscheiden. Bei Anleihen innerhalb einer Währung, sage ich jetzt erstmal noch zur Präzisierung. Ne? Also weil Wechselkursrisiko, Währungsrisiko ist immer eine Quelle von hoher Volatilität. Ne? Und ich sage vielleicht noch der guten Ordnung halber, wenn jemand glaubt, es gibt ganz wenig Privatanleger, Gott sei Dank sind es nicht viele, die glauben, Anleihen in Schweizer Franken oder sonstigen angeblichen super starken Währungen, die seien grundsätzlich besser, also weniger volatil als Anleihen in Dollar oder Euro oder britischen Pfund oder wie auch immer, weil solche Währungen wie der Schweizer Franken oder die norwegische Krone angeblich nur aufwerten, da ja die dahinter steckende Volkswirtschaft so toll ist oder so stabil ist, so wenig verschuldet ist und so weiter. Das stimmt nicht. Also Währungen, Wechselkurse können in jede Richtung extrem wie ein wild gewordener Bronco, ein Wildpferd buckeln und auch Schwachwährungen. Wie dein Hund Shiva. Genau, ja. Die flippt auch manchmal aus in verschiedenen, unterschiedlichen Situationen. Auf alle Fälle. Also auch Schwachwährungen wie der russische Rubel oder der südafrikanische Rand und so weiter können stark aufwerten gegenüber dem Schweizer Franken in einem bestimmten Zeitraum und so weiter. So, also das nur mal vorausgeschickt in Bezug auf Währungen. Wenn wir einen Schritt zurück tun und sagen, okay, die Währung ist gegeben, ich rede jetzt mal nur von Euro oder von einer bestimmten Währung, innerhalb derer ich mich bewege und unterstelle, dass diese Währung auch meine sogenannte funktionale Währung ist, also die Währung, in der ich meine Ausgaben tätigen werde in der Zukunft, und die für mich selber kein Wechselkursrisiko deswegen darstellt. So. Und wenn ich innerhalb dieses Universums mich bewege, also es gibt kein Wechselkursrisiko, weil ich von Anleihen in meiner funktionalen Währung spreche, dann gibt es noch zwei bestimmende Faktoren, die Rendite und Risiko beeinflussen. Und das ist einmal die sogenannte Bonität, die Qualität einer, also das Credit Risk in Neudeutsch formuliert, Bonität, das Rating könnte man auch sagen. Schlecht geratete Anleihen haben tendenziell höhere erwartete Renditen. Aber wenn es zu einer Krise, zu einer Anspannung im Markt kommt, dann werden diese schlecht gerateten Anleihen viel, viel stärker leiden. Und das hat man zum Beispiel auch während der Corona-Krise Anfang 2020 gesehen. Da sind High-Yield-Anleihen, Hochzinsanleihen, also schlecht geratete Anleihen, sind eingebrochen. Nicht so stark wie Aktien, aber sie sind eingebrochen. Aber auf lange Sicht verdiene ich mit diesen High-Yield-Anleihen halt mehr Geld, weil ich einfach mehr Volatilitätsrisiko trage. So, und das andere Rendite- und risikobestimmte Element ist die Laufzeit. Und also die Duration im wirtschaftswissenschaftlichen Jargon, die Laufzeit im Grunde genommen. Und bei ETFs, klar, das sind Körbe von Anleihen, bei Anleihen-ETFs sind Körbe von Anleihen, kommt es auf die durchschnittliche Laufzeit, also gewichtete Durchschnittslaufzeit der hunderte oder wie auch immer vielen Anleihen im ETF an. Und wenn diese Laufzeit, diese Restlaufzeit sehr lang ist, also sagen wir mal jetzt 3 Jahre plus ist, ne, von 3 Jahren bis 20 Jahren gibt es alles, dann habe ich viel Laufzeitrisiko, viel Durationsrisiko. Und solche Anleihen werden in einer Umgebung, in der die Zinsen steigen, leiden. Sie werden im Kurs einbrechen, sie werden im Kurs sinken. Das haben wir jetzt auch ein bisschen gesehen schon, weil die Zinsen in den letzten paar Wochen gestiegen sind von ihrem super, super niedrigen Niveau oder unglaublich niedrigen Niveau auf ein etwas weniger unglaublich niedriges Niveau. Und schon hat es die ETFs mit den langfristigen Anleihen erwischt im Kurs. Das ist das berühmte Zinsänderungsrisiko oder Durationsrisiko von Anleihen. Und die Zinsen werden dann tendenziell steigen, wenn die Inflation steigt. Das ist kein 1:1 Zusammenhang, selbstverständlich, aber ein Tendenz Zusammenhang, also wenn die Inflation da wirklich dauerhaft bei 5% bleiben sollte, so wie das jetzt in den letzten 2, 3, 4 Monaten schon in vielen Ländern der Fall war, dann werden auch die Kurzfrist- und Langfristzinsen steigen. Und so ganz klein bisschen können wir das schon beobachten. Und dann werden Langfristanleihen leiden. Und wie kann ich dieses Problem lösen? Und wie lösen wir das im Weltportfolio? Wir lösen es, indem wir einfach nur kurzfristige Anleihen im Weltportfolio haben. Also Anleihen-ETFs mit einer gewichteten Durchschnittslaufzeit von nach Möglichkeit unter 2 Jahren. Ne? Ich kann natürlich auch mischen, ein ETF mit 6 Monaten Durchschnittslaufzeit und ein mit, sagen wir mal, 3 Jahren. Ne? Wenn ich die 50-50 mische, dann komme ich auf 1,6 oder 1,7 Jahre. Ne? Das geht auch bei der Durchschnittslaufzeit. Das ist relativ einfach, der Zusammenhang. So, aber ich möchte in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, die Gefahr besteht, dass die Zinsen
inflationsbedingt steigen die Nominalzinsen, dann, wenn ich dieser Meinung bin, dass dieses Risiko da ist und ich mein Portfolio schützen möchte, dann sollte ich nur Anleihen haben oder ETFs haben mit Durchschnittslaufzeiten von, sagen wir mal grob gesagt, unter 2 Jahren oder auf jeden Fall nicht über 6, 7 Jahre. Okay, also haben wir vermerkt, der größte europäische Staatsanleihenfonds oder einer der größten europäischen Staatsanleihenfonds, der hat so eine durchschnittliche Duration von 5 bis 7 Jahren. Das heißt, da werde ich dann natürlich kalt erwischt. Wenn also der Herr Scholz die nächste Bundesanleihe nicht mehr so emittieren kann, dass er Geld bekommt, sondern tatsächlich anfängt, Zinsen zu zahlen, dann will keiner mehr diese anderen Anleihen haben, ja, die entsprechend gering verzinst sind und schlecht ausgestattet. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass der ETF überdurchschnittlich im Wert sinkt. Genauso wie es andersrum tatsächlich aber auch wäre, wenn tatsächlich ein ETF mit längerer Laufzeit mit einer anderen Zinssituation konfrontiert wird, dann steigt er eben im Wert. Also diese Effekte muss ich bedenken und in der aktuellen Situation sagt Gerd jetzt ganz klar, okay, also lieber Anleihen-ETFs mit kürzerer Laufzeit, reduziert die Schwankungen und dann auch ganz wichtig, hat sie ja auch gesagt, in Euro, also in Euro emittierte Anleihen sollte der ETF enthalten, dann habe ich wenigstens keine anderen Wechselkursrisiken drin, wenn ich mein Geld in Euro verdiene und auch in Euro wieder ausgebe. Jetzt ist es ja aber auch tatsächlich so, dass Anleihen, ja, im Augenblick wenig verzinst sind. Ich könnte ja auch Tagesgeld nehmen. Ne? Könnte ich ja auch sagen, okay, nehme ich Tagesgeld, kriege ich zwar wenig Zinsen, wenn wir Inflation haben, dann muss ich das auch noch abziehen davon eigentlich. Ich verliere also real Geld, aber das sichert mein Portfolio ja auch. Ist das vielleicht eine Alternative? Tagesgeld bis zur Grenze der staatlichen Einlagensicherung ist eine Alternative. Also wenn ich als individueller Privatanleger eine natürliche Person in Deutschland ansässig bin, dann kann ich in Deutschland natürlich ein oder mehrere Bankkonten unterhalten und habe mit gesetzlicher oder mit hoher Sicherheit den Staat als Garantor für 100.000 Euro. Wenn also meine kontoführende Bank umfällt, dann wird 100.000 Euro davon von meinem Guthaben wird ersetzt. Also wenn ich nur 100.000 Euro habe, bin ich auf der sicheren Seite. Es gibt dann Schlaumeier, die sagen, dann nehme ich gleich mehrere verschiedene Banken. Ob das sozusagen rechtssicher ist, ist offen, weil es dem Geist des Einlagensicherungsgesetzes, dem Sinn und Geist des Einlagensicherungsgesetzes ganz klar widerspricht. Es widerspricht aber nicht dem Buchstaben des Gesetzes, also dem Buchstaben nach wäre es korrekt, ist es korrekt. Da wir aber seit 2014, glaube ich, seit das Einlagensicherungsgesetz noch keine systemische Bankenkrise hatten und sich die Politiker bei uns davor scheuen, dieses offensichtliche Problem im Sinne von Unklarheit, Rechtsunsicherheit zu adressieren. Da traut sich wieder mal kein Politiker ran. Damit kann man auch keine Stimmen gewinnen. Ist es unklar. Also ich persönlich würde es nicht machen. Also angenommen, ich hätte 300.000 Euro, die ich in risikoarme, liquide Anlagen investieren möchte, dann würde ich 100.000 Euro davon auf ein Bankkonto tun und vielleicht 2, wenn ich damit die Negativzinsen vermeiden kann, weil die 2 Banken jeweils sagen, bis 50.000 Euro gibt es kein Verwahrentgelt und so weiter. So, und die anderen 200.000, die würde ich in, wie vorhin beschrieben, kurzfristige Anleihen-ETF hoher Qualität in meiner Währung, also in Euro, investieren. Und wenn dann jemand hergeht und sagt, ja, aber da verdiene ich doch nichts, das sind ja nominal Nullzinsen oder vielleicht sogar leicht negative nominale Renditen, real natürlich noch viel mehr. Wir haben ja im Moment, also noch viel weniger jetzt, so muss ich es ausdrücken, korrekt mathematisch, weil wir ja 4-5+% Inflation haben, bei 0% Verzinsung gibt -5% reale Rendite. Ja, Punkt 1, das wird nur vorübergehend so sein und nicht dauerhaft. Punkt 2, das ist kein Grund, solche Anleihen nicht zu kaufen. Das kann ich nur ganz, ganz stark betonen. Es geht hier darum, Sicherheit ins Portfolio zu bringen. Wenn ich Rendite haben möchte, wenn ich ein Problem damit habe, dass diese, jetzt in meinem Beispiel 300.000 Euro, nichts, keine Rendite bringen, dann muss ich die Aktienquote, die Asset-Allokation in meinem Portfolio ändern und das ganze Portfolio aktienlastiger machen. Die andere Alternative, die falsche Alternative wäre jetzt, meine sicheren Anleihen durch High-Yield-Bonds, zum Beispiel, keine Ahnung was, Junk-Bonds auf German Pellets oder sowas, wenn es die noch gibt, dafür kaufen. Und bitte das zu sehen wie zum Beispiel den Anker in einer Segeljacht. Ne? Wenn ich so ein 7-Meter-Boot habe, dann habe ich einen Anker,
der wiegt auch einen Zentner und so weiter, der bremst das Boot. Der bremst das Boot immer, egal ob ich langsam segle oder schnell segle. Ne? Ich habe keinen Geschwindigkeitsvorteil von dem Anker, aber es ist doch klar, dass ich einen dabei haben sollte, wenn ich weite Strecken segle und noch klarer, wenn ich auf dem Ozean unterwegs bin, obwohl dieses Instrument mich immer bremst. Es ist ein Sicherheitsfeature beim Segeln und deswegen nehme ich es mit. Nicht, weil der Anker irgendwie toll aussieht oder weil er zur Geschwindigkeit beiträgt. Er bremst die Geschwindigkeit. Und so ähnlich ist es mit super High-Quality-Anleihen. Sie bremsen die Geschwindigkeit, sie reduzieren die Rendite, aber das ist okay. Wenn ich mehr Rendite haben möchte, dann muss ich größere Segel setzen. Das heißt also, ich muss meine Asset-Allokation Richtung Aktien erhöhen. Das müssen wir vielleicht auch noch erklären zu diesem Zeitpunkt. Also es gibt nicht ein Weltportfolio. Es gibt unendlich viele theoretisch. Also erstens, die Aktienkomponente kann unterschiedlich gestaltet sein, sollte natürlich breit diversifiziert und aus günstigen Indexfonds bestehen. Aber auch die Anleihenkomponente kann unterschiedlich aussehen. Wir präferieren eben das, was wir eben gesagt haben. Aber das Verhältnis beispielsweise von Aktienkomponente zu Anleihenkomponente, das ist individuell. Also das hängt tatsächlich von eurem Risikoempfinden ab. Und das hängt doch davon ab, wie viel Geld ihr tatsächlich dauerhaft auf die Seite legen könnt, wo ihr nicht ran müsst. Und das hängt von eurem Anlagehorizont ab. Wenn ihr ganz, ganz langfristig spart, dann kann es tatsächlich sein, dass das Aktienrisiko sich durch sehr, sehr lange Haltedauer entsprechend sehr stark eliminieren lässt. Aber wenn man sich da unsicher ist oder wenn man vielleicht sogar die Marktschwankungen während dieses ganz, ganz langen Zeitraums nur schwer erträgt, dann lohnt es sich, eine Beimischung zu machen. Und genau das ist der Sinn von den Anleihen, die wir eben beschrieben haben. Jetzt, bevor wir in die Fragen einsteigen, noch eine Frage. Wir sehen jetzt mehr Inflation. Was hat das denn für eine Auswirkung auf das Weltportfolio? Entwertet es meine Aktien? Oder, also ich meine, bei Anleihen haben wir darüber gesprochen, ja. Das ist ein unerwünschter Effekt dafür, klar. Aber bei der Risikokomponente, was passiert da eigentlich bei Inflation und soll ich da reagieren dagegen? Ja, auch wieder sehr, sehr interessante Frage. Letzten Endes werden Aktien als Assetklasse, und ich betone jetzt das Wort Assetklasse, ich möchte das abgrenzen ganz explizit von Einzelwerten. Bei einem Einzelwert, bei einer einzelnen Aktie, ob die jetzt SAP heißt oder Nestlé oder sowas, da kann ich immer große Theorien formulieren darüber, ob dieses Unternehmen Pricing Power hat, wie es so schön heißt. Also gestiegene Kosten, gestiegene Löhne, gestiegene Rohmaterialkosten und so weiter, also gestiegene Einkaufskosten. Und diese Kosten sind auch aufgrund von Inflation gestiegen, jetzt annahmegemäß auch weitergeben zu können. Apple kann das wahrscheinlich, ne? Die können Kunststoffgehäuse und Chips, die da reingehen in die Smartphones. Apple geht halt her und erhöht den Preis und die Kunden werden das im Großen und Ganzen akzeptieren. Bei anderen Unternehmen ist das nicht so. Also bei einem einzelnen Unternehmen muss ich da immer sehr viel nachdenken. Bei der Asset-Klasse Aktien, na, bei Tausenden von Unternehmen, na, allein der MSCI World Index, auf den ich ja ETFs kaufen kann, hat 1600 Unternehmen aus allen Branchen, praktisch allen Ländern und es gibt ja noch breitere Indizes. So, da stellt sich die Frage, Pricing Power, ja, nein, eigentlich nicht. Selbstverständlich haben Unternehmen Pricing Power als Asset-Klasse. Na, das wäre ja, wenn sie es nicht hätten, dann würde ja 1600 Unternehmen pleite gehen auf der Welt. Die würden also, dann aussterben, ja. Ja, und dann würde die Menschheit verhungern, also buchstäblich verhungern, verdursten, könnte nicht mehr von A nach B kommen, hätte kein Haus mehr über dem, kein Dach mehr über dem Kopf und so weiter. So, also Aktien als Assetklasse werden mittel- und langfristig die Inflation selbstverständlich immer ausgleichen, aber das heißt nicht, dass es nicht kurzfristig aufgrund von allen möglichen Bewegungen oder schlechten Ursachen auch zu Verlusten kommen kann und damit eben zum Nicht-Ausgleichen von Inflation. Aber auf lange Sicht ist das gegeben bei einem Einzelwert, wie gesagt, nicht unbedingt. Und deswegen heißt es ja auch, Aktien sind Sachwerte, weil sie eben auf lange Sicht Inflation ausgleichen. Ne? Sie sind aber trotzdem, das muss man immer wieder betonen, auf kurze Sicht, kurz ist alles, was unter 3-4 Jahren ist, für mich, so also definiere ich kurz, in diesem Fall sind sie selbstverständlich Inflationsrisiko ausgesetzt. Und das haben wir ja auch jetzt gesehen. Wenn die Inflation steigt, dann ist das meistens ein Zeichen, wie auch jetzt, von mehr Unsicherheit im Markt. Was machen die Zentralbanken? Werden die Zinsen schnell steigen oder langsam steigen? Und das ist schlecht für Aktien, ja, eindeutig. Und das sieht man jetzt in den Kursen. Ist allerdings, das muss man auch wieder sagen, es ist immer so ein einerseits und andererseits. Und ich entschuldige mich dafür, aber leider ist die Realität im Kapitalmarkt so,
ist nicht immer so. Ne? Also es ist nicht wahr zu sagen, dass steigende Inflationsraten automatisch zu schlechten Aktienrenditen führen und sofort zu schlechten Aktienrenditen führen. Das ist nicht so. Es ist oft so, sagen wir mal so, aber nicht immer. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, okay, man positioniert sich. Also man sagt, man kauft vor allen Dingen einen ETF mit Unternehmen, die eine starke Marktposition haben, die Preise besonders an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben können. Oder man ergreift die Initiative und sagt, ja, ich kaufe jetzt hier Energieunternehmen. Ja, das sind ja die Mitverursacher der Inflation. Also müssen die ja irgendwie im Preis steigen. Die machen ja mehr Geschäft. Jetzt gebe ich zu bedenken, und das lässt sich aus der Vergangenheit auch erfahren, diesen Gedanken haben auch mehr Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer und nicht nur ihr alleine. Und das führt dazu, wenn alles Gleiche machen, dass die Preise steigen. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Chance, und das ist ja auch der Kern des passiven Investierens, ich habe gar keine Chance, da eigentlich einen schnellen Stich zu machen, schon gar nicht als private Anlegerin oder Anleger. Und von daher sollte man taktisch im Weltportfolio jetzt keine großen Umschichtungen bei seinem Aktienportfolio machen, wenn man grundsätzlich vorher damit zufrieden war. Und ein breit diversifiziertes schließt ja diese Unternehmen auch ein. Und auch die, die vielleicht morgen erfolgreich sind damit. Denn ich weiß ja heute auch überhaupt nicht, welche Unternehmen jetzt wie strategisch positioniert sind. Also das kann ich für heute feststellen, aber ich habe keine Ahnung, was morgen erfunden wird. Morgen sind es vielleicht die Elektroautohersteller oder die Wasserstoffhersteller oder wer auch immer. Also mit schöner Diversifikation lässt sich das schon ganz prima eigentlich beheben. So, jetzt hätten wir noch eine ganze Liste von Fragen, die wir abarbeiten könnten. Aber ich schlage vor, Gerd, dass wir jetzt mal einsteigen in unsere Nutzerinnen und Nutzer, die live dabei sind. So, wir haben tatsächlich einige Fragen, die ich hier sehe, schon beantwortet. Also, weshalb steigende Inflation für den Aktienmarkt schlecht ist, das denke ich. Eine Frage kommt immer. Und die Frage ist, wann ist denn der beste Einstiegszeitpunkt eigentlich? Ja, ja. Das ist in der Tat ein Klassiker. Und es ist ja auch eine zentrale Frage, eine der wichtigsten. Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. So habe ich es seit 25 Jahren gehalten. Vor gut 25 Jahren fing ich an, ernsthaft zu investieren in den Kapitalmarkt, verkaufte damals meine kapitalbildende Lebensversicherung endlich beitragsfrei, verkaufte meinen Mensch, was die heute wert wäre. Genau, ja, absolut. Ich könnte gleich unzufrieden sein. Nein, also Scherz beiseite. Also so habe ich seit über 25 Jahren gemacht. Also immer, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekam oder einen Bonus oder sowas, habe ich dann, wenn mir dieses Geld zugeflossen ist, es sofort investiert. Also auch mitten in der Krise. Mitten in der Krise dachte ich mir, so ein bisschen wie jetzt in moderater Form, ist es Sommerschlussverkauf, Schnäppchenzeit. Ich kann billig einsteigen. Und wenn die Aktienmärkte seit 5 Jahren stiegen, dann dachte ich mir, ja, da bin ich ja in einer tollen Assetklasse, die steigt die ganze Zeit. Also ich habe mir im positiven Sinne Lifehacks formuliert, die mir halfen, mental jetzt zu investieren. Also das ist jetzt mal mein allgemeiner Ratschlag. Wenn Sie jetzt Geld haben, investieren Sie jetzt. Freuen Sie sich, dass es 20% billiger ist teilweise als vor 2 Monaten, zumindest bei Tech-Aktien und bei manchen eben noch mehr als 20%. Also das Bewertungsniveau ist jetzt günstiger als vor ein paar Wochen. Aber andererseits ist es auch wahr, und ich kann das nicht genug betonen, dass kurz- und mittelfristig Aktienkurse einem Random Walk, also einem Zufallslauf, das ist ein Begriff aus der Physik, das kommt gar nicht aus der Ökonomie, wie viele Menschen glauben, Zufallslauf, so wie bestimmte Molekularbewegungen in der Atomphysik unterliegen. Und es ist nicht möglich, Kunstpause, Ausrufezeichen, es ist nicht möglich, Aktienkurse kurz- und mittelfristig zu prognostizieren. Man kann es tun, das Ergebnis ist absolut wie würfeln. Wer es tut, also man kann Glück haben, man kann Pech haben oder man kann irgendwo beim Durchschnitt landen. Was aber immer kommt, wenn man das tut, ist eben zusätzliche Kosten, also aus dem Rein und Raus, hin und her, und teilweise auch negative Steuereffekte, also Abfluss von Steuerliquidität früher als nötig. So. Und deswegen ist Buy and Hold so smart. Ne? Und wenn Sie das kombinieren mit, ich investiere immer dann, wenn ich Geld habe, ne, dann habe ich eigentlich eine komplette Strategie. Ne? Also die aus der Wissenschaft sich schön ableiten und validieren lässt und in der Praxis diejenige ist, die am einfachsten umzusetzen ist. Also die Anlagestrategie, mit anderen Worten, ist das Weltportfolio, das also aus einer breit gestreuten Aktienanlage besteht. Gegebenenfalls Beimischungen könnte man auch hinzufügen
und einer Sicherungskomponente, wenn man sie für erforderlich hält. Wenn man also Schwankungen ausgleichen möchte, weil man nicht so lange investiert oder es nicht aushält. So, jetzt fragt die Rebecca eine Frage, die auch ganz, ganz oft immer gestellt wird. Macht denn Einmalanlage und Sparplan Sinn oder ist eins von beiden vielleicht besser? Und da vielleicht auch ein Rat von Just ETF-Seite aus. Also wir sehen das super pragmatisch und ich weiß nicht, ob du mich da bestätigen kannst, Gerd. Also wenn man das Geld hat, dann sollte man investieren, genau wie du eben gesagt hast, Gerd. Und wenn man es eben nicht hat, dann richtet man einen Sparplan ein. Also aus Performance-Gesichtspunkten sollte man nicht das ein oder andere wählen, oder? Was meinst du? Das kann ich 100% unterstreichen. Ne? Also wenn, sagen wir mal, meine Tante mir 20.000 Euro schenkt innerhalb des Schenkungssteuerfreibetrages, dann haue ich diese 20.000 sofort in mein Portfolio rein. Ich investiere sie jetzt sofort, egal, wie gesagt, egal, wo der Markt steht. Also in den letzten 25 Jahren gab es bekanntlich drei große Krisen oder zwei große und dann noch die Corona-Krise, die war auch heftig, vielleicht jetzt nicht ganz die Dimension vom Dotcom-Crash und von der großen Finanzkrise. Und ich habe in allen diesen Krisen genau das immer gemacht. Ich habe, wenn mir Geld zugeflossen ist, habe ich das investiert. Jetzt hat aber jeder auch noch ein ganz normales Gehalt und den größten Teil davon braucht man natürlich für Lebenshaltungskosten, Miete und so weiter. Aber vielleicht bleibt bei dem einen oder anderen 100 Euro oder auch etwas mehr als 100 Euro übrig und dann würde ich diese 100 Euro in einen Sparplan investieren. Also so wie Jan gesagt hat, beides ergänzt sich. Das muss man als sinnvolle Ergänzung betrachten. Das sind keine sich gegenseitig ausschließenden Alternativen. Dann kommen wir mal zu einer Frage, die auch sehr häufig auch im Vorfeld gestellt wurde. Wollte ich jetzt nicht zur Verlängerung unserer Kommunikation auch noch fragen. Wenn wir uns die Aktienkomponente vom Weltportfolio angucken, dann sagt man lapidar, ja, soll weltweit gestreut sein. Global gestreut, weil ja Deutschland als Anlageland viel zu klein ist. Wir müssen einfach hinaus in die Welt. Aber nach welchem Prinzip? Das heißt, wenn ich langfristig anlege, welche Gewichte sollen denn die Länder dort eigentlich haben? Es gibt da Alternativen in der Gewichtung. Wenn ich mir so einen MSCI World ETF angucke, der deckt 23 Industrieländer ab, hat aber 67% USA-Anteil im Moment, weil der US-Markt erstens der größte weltweit ist und zweitens auch am meisten performt im Augenblick. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die anderen Länder geraten ins Hintertreffen und gerade Länder wie China beispielsweise, gut, vielleicht nicht jetzt in den letzten 6 Monaten, aber davor war es auf jeden Fall der Fall und in Zukunft sicher auch, oder auch andere Schwellenländer, die haben ja viel höhere Wachstumsraten. Davon möchte ich auch gerne profitieren in meinem Aktienportfolio. Und dann könnte man das Aktienportfolio nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Länder entsprechend strukturieren. Das ist hier gemeint mit der Frage von Lutz, eine Weltportfoliokonstruktion nach BIP, Bruttoinlandsprodukt. Also da setzt man die 50 Länder oder 48 Länder im MSCI ACWI nicht nach Marktkapitalisierung zusammen, sondern nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Was hältst du davon? Davon halte ich viel, weil ich das schon immer so gemacht habe und auch in meinen Büchern vertrete und beschreibe. Also zunächst mal zu den Zahlen. Wenn man die konventionelle Gewichtungsmethode, die du schon angesprochen hast, Jan, also Marktkapitalisierung, so ist der Fachbegriff. Das heißt also, der Börsenwert, die Marktkapitalisierung einer einzelnen Aktie und damit auch aller Aktien in einem Land bestimmt ihr Gewicht im gesamten Universum. Also ich kaufe sozusagen alle Aktien und genau in dem Gewicht, relativen Größengewicht, wie es tatsächlich auch der Fall ist. Ich weiche nicht davon ab, ich tue nichts Künstliches sozusagen. Ich nehme einfach den Markt so, wie er ist, in mein Portfolio. Und das tut zumindest für die 23 Industrieländer der MSCI World. Er lässt die Schwellenländer erstmal außen vor, aber wenn ich den MSCI Emerging Markets hernehme, dann tut der das Gleiche im Prinzip innerhalb des Universums der Schwellenländer, der 20 plus Schwellenländer. Und die Alternative dazu ist das, was gerade in der Frage formuliert wurde, nämlich eine BIP-Gewichtung. Das ist, wenn man so will, eine fundamentale betriebswirtschaftliche in Anführungszeichen gesetzt, Gewichtung. Das heißt, ich nehme ein realwirtschaftliches Kriterium, nämlich die Anteile an der Weltwirtschaftsleistung, am weltwirtschaftlichen Bruttoinlandsprodukt und nehme die als Gewichtungskriterium. Die USA trägt ungefähr 30% zum Weltwirtschaftsprodukt bei, zum weltwirtschaftlichen Bruttoinlandsprodukt und dementsprechend müsste dann die USA 30% Gewicht in meinem Portfolio haben. Während, wie du ja vorhin gesagt hast, Jan, wenn ich nur die Börsen hernehme, dann machen die USA
über 60% aus, weil halt aus historischen und anderen Gründen die USA eine besonders große Börse haben. Und das sind wirklich nur historische Gründe. Man könnte fast so sagen Zufallsgründe. Ne? Das hat was mit Kultur zu tun. Das hat mit allen möglichen Dingen zu tun, die gar nicht unbedingt so ganz logisch immer sind. Ne? Ein deutscher Mittelständler, der 500 Millionen Umsatz macht beispielsweise, der ist einfach aus kulturellen Gründen nicht besonders stark geneigt. Ich vereinfache natürlich jetzt ein bisschen, auch ein klein bisschen klischeehaft, was ich jetzt sage, aber vom Grundsatz her stimmt es. Und der möchte wachsen. Der sein Unternehmen floriert und so weiter und der braucht neues Kapital, weil er neue Maschinen kaufen muss oder was auch immer. Und wo besorgt sich dieser Unternehmer das Kapital? Unternehmerin können es natürlich auch sein. Ja, er rennt zu einer Bank und leiht sich einen Kredit von der Bank. Der Ami in der gleichen Situation, auch mit 500 Millionen Dollar Umsatz und auch dem gleichen Wachstum, der sagt, ich hole mir nochmal einen anderen Shareholder rein. Ich hole mir Eigenkapital. Und das kann auch börsennotiertes Eigenkapital sein. So. Und wir haben da einfach ein anderes kulturelles Mindset und das führt in der Summe natürlich dazu, dass viel mehr amerikanische Unternehmen prozentual an der Börse sind, als in Deutschland prozentual an der Börse sind. Und wenn dieser Prozess sich über 30, 40, 50 Jahre fortsetzt, dann haben wir das Ergebnis, das wir jetzt haben. Ne? Deutschland, große Volkswirtschaft, aber Mini-Börse. Die Schweiz hat eine größere Börse als Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Die Volkswirtschaft ist ja viel kleiner, auch Großbritannien. Und die Briten noch immer. Ja, ja. Also das ist nicht wirklich logisch, das sind wie gesagt kulturelle Faktoren, bisschen steuerlich, bisschen aufsichtsrechtlich, aber logisch ist es wahrscheinlich nicht so. Und die BIP-Gewichtung, die ist eigentlich in der Hinsicht logischer. Das sind ja realwirtschaftliche Ist-Verhältnisse, während ich gerade eben versucht habe zu belegen, dass relative Größenverhältnisse in der Marktkapitalisierung eigentlich so ein bisschen historischer Zufall sind. Das war jetzt ein langer Monolog zu dem Thema, aber schauen wir mal die Zahlen an. Wenn man so weit zurückgeht, wie die, sagen wir mal, für normale Menschen, normale, nicht wissenschaftliche Forscher verwertbaren Zahlen und Daten, was das betrifft, kann man auf der MSCI-Website BIP-gewichtete Renditen herunterladen und Market Cap, also normale Renditen. Und das geht bis 1970 zurück. Und wenn ich das tue, dann hat die BIP-Methode, die traditionelle Methode, also Marktkapitalisierung, leicht outperformed. Also in den letzten 50 Jahren habe ich pro Jahr so knappes halbes Prozent, 0,4% per annum, wenn ich mich richtig erinnere, mehr verdient mit der BIP-Methode als mit der traditionellen Methode. Also, aber 0,4 Prozentpunkte, das ist ökonomisch relevant, also das ist nicht Pillepalle oder Pipifax, aber es ist nicht extrem viel. Ne? Also ich warne davor, daraus jetzt abzuleiten, die ganze Welt sollte sofort auf BIP-Methode umsteigen. Ne? Dann kommt noch hinzu, dass die, wenn diese 50 Jahre aufgeteilt werden in zwei Hälften oder 5 mal 10 Jahre, dass dann der größte Teil der Outperformance, von der ich jetzt spreche, in den ersten 20, 25 Jahren steckt. Ne? In den letzten 25 Jahren gab es keine Outperformance mehr. Liegt das daran, dass die Märkte stärker korreliert sind inzwischen? Schwer zu sagen. Also ich glaube nicht unbedingt, es liegt. Also der Hauptgrund dafür, dass die BIP-Methode in den ersten 25 Jahren stark outperformed hat, war, dass die BIP-Methode Japan, viel weniger gewichtete in den ersten 25 Jahren als die traditionelle Methode. Und das war ein Renditevorteil. Japan hatte ja bekanntlich Anfang der 90er Jahre einen Crash, ne, also einen gigantischen Crash. Das kann sich hier, glaube ich, im Webinar kaum einer vorstellen, wie schlimm das war. Also wie extrem hoch der japanische Aktienmarkt Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre bewertet war. Der japanische Immobilienmarkt übrigens auch. Und dann setzte ein gigantischer Crash ein, der sich 10, 15 Jahre fortsetzte und danach gab es so eine Seitwärtsbewegung für Japan. Und das hat letztlich die traditionelle Methode dieser Japan-Crash, weil Japan am Schluss dieser, am Ende der 80er Jahre über 50% des Weltaktienmarktes ausmachte. Weil es eben so eine Blase, Japan-Blase gegeben hatte, wurde Japan immer wichtiger, ne? Oder ein immer höheres Gewicht im globalen Aktienmarkt. Und dann crasht der größte Markt, ne? 50% des Marktes crasht und das wirkt sich natürlich für ein MSCI World nach Marktkapitalisierung extrem aus. Und wer dieses Risiko nicht haben möchte, das ist aber seitdem in der Form nicht nochmal aufgetreten, der
sollte die BIP-Methode wählen. Und die BIP-Methode profitiert auch noch ein klein bisschen von der grundsätzlich höheren Gewichtung von Schwellenländern. Und Schwellenländer haben Industrieländer in den letzten 30 Jahren outperformed. Aber ich weiß, das war jetzt eine umständliche Erklärung und sie ist nicht sehr zufriedenstellend, weil sie auf so ein singuläres historisches Ereignis abstellt, diese Japan-Kiste. Und wann wird die wiederkommen? Ich weiß es nicht. Ne? Aber die BIP-Methode ist resistenter gegen Klumpenrisiken. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Also wenn ich es in einem Satz formulieren möchte, wer das Klumpenrisiko USA als unangenehm in seinem Portfolio empfindet, und das tue ich, 67% oder 65% in einem Land, das ist für mich ein unangenehmes Klumpenrisiko und das will ich nicht. Ich sage nicht, dass die USA schlecht ist oder und so weiter. Und diejenigen, die dieses Klumpenrisiko akzeptiert haben, haben in den letzten Jahren auch davon profitiert. Das muss man anerkennen. Aber ich persönlich möchte es nicht. Und deswegen habe ich mein Portfolio schon immer nach der BIP-Methode gewichtet oder den Aktienteil des Portfolios jedenfalls. Vielleicht noch ergänzend dazu gesagt, also nach der BIP-Methode gewichtet sind die Portfolios bei uns, wenn wir uns die 48 Länder angucken, die MSCI entweder als Schwellenland oder als Industrieland einteilt. Darauf gerechnet kamen wir für die USA auf oder für Nordamerika auf ungefähr 28%. Europa macht so 24 aus. Japan, jetzt man halte sich fest, 6%. Und Asien-Pazifik so 3%. Und dann müsste man aber die Schwellenländer, das kommt ziemlich genau hin, mit 39% etwa gewichten. Und so kommt man ungefähr auf eine ganz gute, einfache Zahl. Wenn man jetzt nur Industrieländer und Schwellenländer hat, dann kann man wenigstens so ein Verhältnis von 60-40 oder vielleicht auch 70-30 anstreben. Denn was richtig ist, das wissen wir erst morgen. Ja, das können wir ja gar nicht prognostizieren. Wir wissen auch nicht, vielleicht ist die USA, also man bedenke wirklich in den 90ern, hat ja eben Gerd die Krise in Japan erwähnt. Da wäre Japan praktisch so eine großes Land im MSCI World gewesen, wie es heute die USA sind. Wie heute die USA noch extremer sind. Und wenn man sich anschaut, wie in den USA mittlerweile mit Wertpapierkrediten der Aktienmarkt gehebelt wird, dann könnte es durchaus sein, dass da auch ein ordentlicher Knall jetzt folgt. Mehr als in anderen Ländern. Auch gerade, weil es die Infrastruktur in den USA dafür eben gibt. Weiß man aber nicht genau, ob es so kommt. Und deswegen, die Idee der Streuung bezieht sich eben nicht nur auf Unternehmen, sondern eben auch auf Volkswirtschaften und Länder heutzutage. Ne? Das könnte man für die BIP-Gewichtung wahrscheinlich so sagen. Ne? So ist es. Und ich habe Ende der 80er Jahre BWL studiert und ich weiß noch, also ich habe sogar die Bücher dazu noch, wie damals jeder sagte, Japan wird die sozusagen das japanische Wirtschaftsmodell, der japanische Kapitalismus, der wird die Welt erobern und das japanische Modell ist das Modell, was alle Kaizen anderen Länder und Kanban. Ja, genau. Und Japan kaufte damals zum Beispiel das Rockefeller Center in New York, das ist ja so eine Flaggschiff-Immobilie und so weiter und alle. Und Toyota und die japanisch kennen, die Büromaschinen und Kopiermaschinen, also Fotografie, alle glaubten, die Japaner, also über kurz oder lang wird jede Industrie auf der Welt von den Japanern oder zumindest jede in der verarbeitenden Industrie wird von den Japanern dominiert werden. Das war wirklich so. Das kann sich heute keiner vorstellen und ganz gewiss keiner vorstellen, der unter 30 oder 40 ist. Und wie wir wissen, ist es völlig anders gekommen. Und die Dominanz der USA, also ich bin ein amerikanophiler Mensch, ich liebe die USA, ich habe da 2 Jahre gelebt, aber ich glaube nicht, dass das ewig so fortgehen wird, dass also sozusagen der relative Vorsprung der USA sich ewig fortsetzen wird. Und es ist ja auch schon erkennbar durch das Aufholen, wenn man so will, von China. China war übrigens im 19. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, die größte Volkswirtschaft der Welt noch. Dann haben sie die Chinesen sozusagen versemmelt. Und in einer gewissen Weise könnte man sagen, kehren wir quasi zu den alten Verhältnissen zurück. Das ist nicht schlecht für irgendjemanden, das ist keine Bedrohung für uns. Wir profitieren davon, wenn es den Chinesen gut geht, weil die dann auch unsere Güter kaufen und so weiter. Aber dass die USA immer sozusagen der Top-Dog sind und bleiben werden, das glaube ich im Leben nicht. Jetzt kommt noch die Frage von René. Ein Beispiel für die BIP-Methode. Ich habe ja eben schon mal ein paar Gewichte genannt. Wer sich die jetzt nicht direkt notieren möchte, entweder live oder in der Aufzeichnung später. Also bei Just ETF gibt es jede Menge Musterportfolios, die danach gewichtet sind. Und da ist auch erklärt, wie das funktioniert. Und das gibt es bei dir mit Sicherheit auch. Ist denn dein Robo-Advisor, den du auch betreibst, auch so aufgebaut, Gerd? Ja, richtig, das ist er. Also Gerd Kommer Capital, GKC, hat auch die BIP-Methode, zumindest auf der Ebene von 4 Großregionen,
als Grundlage letztlich der regionalen Allokation im Aktienteil. Das heißt also, so ganz grob gesagt, USA 30%, Westeuropa 30%, Asien-Pazifik, also die entwickelten Länder in Asien-Pazifik wie Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, Hongkong 10% und Schwellenländer 30%. Das ist dort auch so realisiert. Das ist nur eine heuristische, würde man sagen, Annäherung an diese volkswirtschaftlichen Größenverhältnisse, über die wir vorhin gesprochen haben. Und ich kann nur betonen, da ist es nicht entscheidend, weil das manchmal gefragt wird, dass man jetzt quasi zwei Stellen hinterm Komma und dann auch noch jedes Jahr aktualisiert, diese Größenverhältnisse widerspiegelt im Portfolio. Es kommt nur so auf die grobe Größenordnung an und das muss auch nicht jedes Jahr angepasst werden. Jetzt ist es ja so, dass ich tatsächlich, wenn ich das umsetzen möchte, und das zielt auf die Frage von Roland hier ab, gibt es einen MSCI Acqui, der nach BIP aufteilt? Tatsächlich haben wir noch keinen gesehen. Also der MSCI Acqui ist ganz klassisch nach Marktkapitalisierung gewichtet und auch die Alternativen, die es dazu gibt, also FTSE All World und wie sie alle heißen, auch die sind tatsächlich alle nach Marktkapitalisierung gewichtet. Also man braucht tatsächlich mehrere ETFs, um das entsprechend abzubilden. Jetzt haben wir eine Frage hier, nämlich die Frage von Lukas, auch bezugnehmend auf eine vorhergehende Frage. Gerd, du stehst ja auch sehr stark für Faktor-Investing. Also sei es jetzt mit einzelnen ETFs, mit Einzelfaktoren oder mit Multifaktor. Und einer der Faktoren sind die Small Caps. Und da gibt es auch eine große Fangemeinde, die sagen, ja, Small Caps gehört in jedes Portfolio rein. Erklär doch mal, wie das richtig in ein Weltportfolio reingehört und ob das vielleicht in Zukunft mehr reingehört oder eher weniger. So, wenn wir jetzt über Inflation und Corona-Probleme und sonstige sprechen. Also eigentlich, ja, selbstverständlich gehören Small Caps in ein Portfolio. Ne? Von der ökonomischen Theorie her müsste man ja sagen, wenn jemand passiv im Sinne der Wissenschaft investiert, dann muss er praktisch das ganze Universum an Anlagemöglichkeiten in seinem Portfolio haben. Also ich benutze jetzt bewusst nicht den Begriff Weltportfolio, weil das quasi Trademarkt ist. Ich meine das nur um Verwirrung zu vermeiden von mir in meinen Büchern. Aber jemand, der passiv investiert, der sollte im Grunde genommen wirklich versuchen, zumindest näherungsweise den gesamten Aktienmarkt global abzubilden. Und Teil dieses gesamten globalen Aktienmarktes sind selbstverständlich auch Small Caps. Also um es mal etwas auf den Punkt zu bringen und zuzuspitzen, jemand, der ein MSCI World ETF kauft und glaubt, damit hätte er den Weltaktienmarkt abgebildet, liegt falsch. Er hat nur einen großen Teil des Weltaktienmarktes abgebildet. Und ein Ökonom, ein Börsianer würde sagen, dieser Mensch mit dem einen MSCI World ETF, der wettet gegen Small Caps. Er hat ein negatives Small Cap Exposure, weil er sie nicht drin hat, obwohl Small Caps ja Teil der Weltwirtschaft sind. Und er hat auch ein negatives Emerging Markets oder Schwellenländer Exposure, weil ja Schwellenländer, wie wir jetzt schon mehrfach ja besprochen haben, auch Teil der Weltwirtschaft sind und sogar ein wachsender Teil sind. Und wenn man realwirtschaftlich denkt, sogar schon fast 50% sind. So, und also ich brauche gar kein Factor Investing, um zu rechtfertigen, dass ich eigentlich auch Small Caps und Schwellenländer in meinem Portfolio haben sollte. Ne? Jemand, der Factor Investing praktizieren möchte und daran glaubt, ich tue das, der würde die Gewichtung von Small Caps noch über das sozusagen Marktkapitalisierungsprinzip hinaus erhöhen. Der Marktkapitalisierung allein, also traditionelle Gewichtungsmethode und klassische Gewichtungsmethode, müsste ich 10-15% meines Gesamtaktienportfolios müssten Small Caps sein. Und wer das wenn ich da gerade mal einhaken darf, also der MSCI Acqui deckt 85% der Kapitalisierung von 48 Aktienmärkten ab. Ja. Das bedeutet, 15 Prozentpunkte sind ja dann mindestens noch offen, in die ich nicht investiert bin, die aber natürlich dann nur 15% meines Portfoliowertes ausmachen. Ja. Das ist aber auch etwa die Beimischung, die du empfehlen würdest? Genau, also wenn jemand, also sagen wir mal, grundsätzlich noch nicht in Small Caps investiert ist, weil er den Acqui-Index oder den noch bekannteren MSCI, konventionellen MSCI World Index hat, dann wären 10-15% ein guter Start, immer auf globalem Niveau, auf das bezogen. Aber wer Factor Investing macht und sozusagen von der Small Cap Prämie, nämlich das heißt der statistisch höheren Langfristrendite von Small Caps profitieren möchte, der muss streng genommen noch über diese 15% hinausgehen. Ne? Weil 15% ist ja eigentlich nur, ich
bin eigentlich da, wo die ökonomische Theorie sagt, ich sein müsste bei 15%, um überhaupt nur mal neutral zu investieren. Na? Natürlich habe ich mehr Small Cap Exposure, Small Cap Investments mit 15% gegenüber einem, der nur in MSCI World oder im Acqui Index drin ist. Aber ich habe noch kein richtiges, also Factor Investing bedeutet, ich erhöhe das Gewicht einer Faktorprämie, in dem Fall die Small Cap Prämie, über das Marktgewicht hinaus. Und das Marktgewicht ist 15%. Solange ich nur 15% habe, habe ich kein Factor Investing streng genommen. Also da ist man ganz, ganz, ganz passiv unterwegs und hat noch nicht mal eine Faktorhypothese aufgestellt. Okay, das wollen wir jetzt mal für die Faktordiskussion so belassen. Jetzt sind auch gerade im Vorfeld, ich habe mir das angesehen, ganz, ganz viele Fragen von euch gekommen. Jetzt stellvertretend die Frage von Johannes. Wie bewertest du denn, wir kommen jetzt auch so langsam gegen Ende, aber wir haben noch die Zeit für diese Frage, ja? Wie bewertest du denn entsprechende Tech-Aktien beziehungsweise auch ETFs, die darauf laufen, zu so Themen wie künstliche Intelligenz, Robotics, erneuerbare Energien? Sollte man die jetzt auch im Weltportfolio dabei haben und beimischen? Und wie handhabst du das? Ich bin ein großer Gegner, da bin ich ganz offen und klar in meiner Sprache von Themen-ETFs. Künstliche Intelligenz, Blockchain, Robotik oder Islamic Investing oder was auch immer das sein könnte. Gut, Islamic Investing könnte jemand aus moralischen Gründen machen. Das ist eher ethisch wie ESG, ja, ne? Ja, genau. Mhm. Aber Themen oder Silver Economy, das sind also Unternehmen, die es mit alten Menschen oder Dienstleistungen und Produkten für ältere Menschen zu tun haben. Also das sind lauter Themen, das sind ja keine Branchen, ne? Also Robotik kann ja über viele Branchen hinweg. Ich bin weder ein Freund von Branchen-ETFs und noch weniger ein Freund von Themen-ETFs. Themen-ETFs sind von der Asset-Management-Branche geschaffene Produkte, die auf, sagen wir mal, Reflexe und Moden, die halt in der Anleger-Community da sind, ne? Oft auch Gier und pseudo-volkswirtschaftliches Wissen. Ich weiß, das klingt arrogant, ich bitte dafür um Entschuldigung. Also wie Zuckerwatte oder Süßigkeiten und Junkfood auf solche, sagen wir mal, prähistorischen Reize, die in unserer DNA wahrscheinlich irgendwo verankert sind, ansprechen. Ne? Die meisten, wenn mal jemand sich die Mühe machen würde, die ganzen Themen zu beobachten, die in den letzten knapp 30 Jahren, seit es ETFs gibt, im ETF-Markt gekommen sind und gegangen sind, dann würde er nämlich schon allein daraus feststellen, das ist ein stetiges Kommen und Gehen. Ne? Und das sind wirklich Moden. Ne? In der Textilbranche freut man sich über Moden und weiß von vornherein, dass das übernächstes Jahr kein Mensch mehr tragen wird. Aber im ETF-Markt gibt es halt Leute, die glauben, sowas hätte Bestand. Aber und dann kommen diese Moden typischerweise dann, wenn der Zug im Grunde genommen schon auf Höchstgeschwindigkeit fährt und im Ausrollen ist. Ne? Also zu spät aufspringen sozusagen. Aber gut, ich bin ein, wie vermutlich alle schon gemerkt haben, ein großer Freund von den Gesamtmarkt, die gesamte Weltwirtschaft abdecken. Und die einzige Abweichung davon, von diesem Grundprinzip, sind Faktorprämien. Nicht, weil ich jetzt denke, ach, Gesamtmarkt zu investieren ist zu langweilig, sondern weil die Wissenschaft sagt, Faktorprämien sind systematische Treiber von Rendite und Risiko. Und wer das weiß und das versteht, kann damit seine Rendite statistisch gesehen jedenfalls erhöhen, etwas erhöhen. Also vielen Dank, dass du es übernommen hast, zu Themen ETFs etwas zu sagen. Also wenn wir uns die Indizes dafür angucken, die sind tatsächlich sehr eng. Und die bestehen häufig aus ganz konventionellen Unternehmen, die eben einen Teil ihres Geschäfts zu diesem Thema tätigen, was aussichtsreich sein kann. Der Trend kann aussichtsreich sein. Aber ich habe dann ganz gewöhnliche Unternehmen da drin, die eben halt 30% ihres Geschäfts zu dem Thema machen und 70% des Unternehmens, was ganz anderes macht. Also mit solchen Dingen muss ich leben in Themenindizes. Und genau wie du sagst, das sind Geschichten, die ausgespielt werden, die auch häufig logisch klingen, die aber auch so logisch klingen oder so beliebt sind vielmehr, dass alle diese Themen-ETFs gerne kaufen. Ja, und der Preiseffekt, der stellt sich da nie ein. Also man sieht das sehr gut an dem Global Clean Energy Produkt. Da konnte ich 2020 120% Performance machen. Seit Jahresbeginn 2021 ist es ein Trauerspiel, da wo die meisten eingestiegen sind, nach der Wahnsinns-Performance. Das bedeutet auch noch, und das vielleicht als Schlusswort auch in unserer Runde, nochmal wiederholt, die Selektion von Finanzinstrumenten nach ihrer Vergangenheitsperformance, vor allen Dingen nach ihrer kurzfristigen, ist fast aussichtslos. Also es ist eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit, dass man damit richtig liegt. Und das bedeutet schlicht und einfach, ja,
Wir müssen eben uns darauf einstellen, dass das, was in der Zukunft kommt, stark zufallsbehaftet ist. Genau darum ging es in diesem Random Walk, gibt es auch ein tolles Buch darüber, Random Walk Down Wall Street von einem Nobelpreisträger. Also nicht nach kurzfristiger Vergangenheitsperformance gucken, nicht nach Geschichten, sondern wirklich vernunftbasiert, breit investiert, mit dem Weltportfolio entsprechend agieren und dann auch die Sicherheitskomponente entsprechend gestalten, so wie wir euch das erklärt haben. Ja, Gerd, hast du noch ein Schlusswort? Vielleicht auch noch mal über deinen Robo-Advisor? Ja, also Schlusswort. Der Robo-Advisor, unser Robo-Advisor ist vor einem Jahr gestartet, ist meines Erachtens sehr gut angelaufen. Wir sind wirklich happy mit dem. Wir haben viele tausend Kunden schon. Es ist ein Joint Venture mit Scalable Capital. Scalable ist ja selber ein Konkurrent-Robo von uns, ist aber auch eine Firma, die ihre technische Plattform an andere kleinere Robo-Anbieter lizenziert sozusagen. Wir haben diese technische Plattform eingekauft, lizenziert von Scalable, weil wir das nicht selber entwickeln wollten. Aber das Investmentkonzept ist 100% von uns. Wir sind sehr glücklich mit der Partnerschaft, mit dem Joint Venture Partner Scalable und freuen uns auch deswegen nach wie vor, weil wir eigentlich der Einzige sind. Es gibt noch zwei andere Robos, die es ein bisschen ähnlich machen wie wir. Also einer der ganz, ganz wenigen, die Factor Investing im Robo-Bereich anbieten und keiner macht das so konsequent und clean, wie wir das tun. Und ich möchte jetzt einfach keine Zahlen nennen, weil wir bisher besprochen haben intern in der Geschäftsleitung, dass wir das Volumen, das uns gelungen ist, an Kundengeldern jetzt aufzubauen, erst ab einer bestimmten Größenordnung. Eine Zahl musst du nennen. Ab wie viel bin ich dabei? Kann ich einsteigen? Ah ja, eine Zahl. Genau, ab 10.000 Euro. Aber wir denken stark danach, diese Zahl zu reduzieren, zu senken. Diese Senkung könnte auch kommen, ist noch nicht ganz beschlossen und wird dann eher in der halben Größenordnung dieser Zahl liegen. 10.000 Euro einmal Investment, danach kann man aber auch schon mit 50 Euro monatlichem Sparplan weitermachen. Genau, und wenn man es eben selber machen will, da gibt es Just ETF mit zahlreichen Musterportfolios, auch mit Gerd-Komma-Portfolios, mit Faktor-Portfolios, also mit Sicherheit 20 verschiedenen Weltportfolios, nach denen man auswählen kann, viele davon auch BIP-gewichtet, viele mit einer Anleihenbeimischung. Also da gibt es auch einen reichen Strauß aus Musterportfolios, die man mit ETFs ganz einfach in Eigenregie abdecken kann. Oder man lässt sich eben tatsächlich das finanzielle Risiko analysieren von Gerds Robo, der dann entsprechend auch für einen automatisiert anlegt. So, jetzt kommen wir zum Schluss unserer Runde. Es tut mir leid, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten. Es konnten auch ganz, ganz viele Fragen zum Thema Rohstoffe, aber das können wir jetzt aus Zeitgründen einfach nicht mehr vertiefen. Wir vertagen uns vielleicht auf eine spätere Folge damit. Wer weiß, was bis dahin alles passiert an den Märkten und was dann für Fragen auftauchen. Gerd, ich finde es toll, dass du dabei gewesen bist. Danke, Jan. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir das in ein paar Monaten nochmal wiederholen können und vielleicht dann auch das Thema Rohstoffe endlich auch abdecken. Super. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken beim Just ETF-Team, meiner Kollegin Yvonne, die auch fleißig dabei war und uns unterstützt hat hier. Und wünsche euch allen erfolgreiche ETF-Anlage, welchen Weg auch immer ihr wählen werdet. Bis dann. Das war die Aufzeichnung des Live Just ETF Talks mit dem Anlageexperten Dr. Gerd Kommer. Wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Abonniert doch unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Neben den Just ETF Talk Folgen haben wir für euch auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren und Interviews mit anderen interessanten Gesprächspartnern. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.